So. Einer kommt. Xen. Da sieht ja Einladend aus. Was haben wir denn da? Ja, das ist willkommen in Xen, der anscheinend außerirdischen Welt hier, wo die Leute herkommen. Kein Wunder, dass sie zu uns wollen. So wie das hier aussieht. Wo geht's? Muss ich da runter? Ich muss das mal ganz dringend speichern. Ja, das war ja aufregend. Ich glaube, der Wissenschaftler, der uns da geholfen hat, ist nicht mehr. Noch einer kommt, erzählt ominöse Präsenz hier. Das sieht mir ja alles, oh Gott, sehr weit aus. Oh Gott, ja, ich habe ja das Weitsprunggerät jetzt, habe gespeichert, na gut. Hui, oh Gott, das klappt ja. Park! Also der hatte noch keine Feindaktivität gezeigt, vielleicht war es bloß ein simpler Bauer hier. Wir sind ja nicht generell feindselig gesinnt, also wir persönlich hier als Freeman. Du hast 100%, schön. Und hier war anscheinend noch ein anderer in der HEV-Suit hier. Der hat aber einen Helm auf. Habe ich einen Helm auf? Weiß ich gar nicht. Ich habe eine Brille auf, das weiß ich. Also nicht nur ich, sondern auch der Freeman. Ich kann hier anscheinend gar nicht oft genug speichern. Oh Gott. Ah, doch. Doch, die sind feindlich. Doch, die sind feindlich. Oh Gott. Dass die sich immer hier irgendwie so hinbeamen müssen. Das geht ja immer voll auf die Nüsse. Ich mach das doch auch nicht. Oh je. Oh, das war zu... Hoppala. Das war nicht weit genug. Also man kann in der Luft anhalten. Das ist ja interessant. Okay. Also wer bei Half-Life die Sprungeinlagen vermisst hat, die kommen jetzt. Ne? Das ist ja grausam. Ich gehe mal davon aus, dass ich da runter möchte. Muss oder was auch immer. Au. Es ist schön, dass ich ein Sprungunterstützungsgerät habe, aber ein Landeunterstützungsgerät wäre mir dann doch lieber. Ich kann gar nicht richtig einschätzen, wie weit das hier runter geht. Mir fehlen hier irgendwie sämtliche Bezugspunkte, wie zum Beispiel Häuser oder so. Ist ja furchtbar. Ich gehe stark davon aus, dass ich da rüber muss. Ah, au. Gottes Willen. Also ich kann mich überhaupt nicht an den Part erinnern. Also ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, ich habe es bei einem vor 15.000 Jahren bei einem Kumpel gezockt. Warum habe ich eigentlich die läppische Knifte hier? Vor 15 Millionen Jahren bei einem Kumpel gezockt und nicht mal großen Teil selber, sondern da auch bloß zugeguckt. Ich gucke anderen Leuten auch gern beim Zocken zu. Auch mal. Und ich kann mich an den Anfang erinnern, weil den hat man wirklich irgendwie ständig erlebt. Und an das Ende irgendwie nur einmal grob. Was wollte ich denn jetzt? Speichern wollte ich definitiv. Und ja doch, ich glaube die Dingens... Das Sturmgewehr ist ja erstmal noch am besten, meine Fresse. Hallo, Hündchen. Hündchen und Hündchen. Was war denn das? Hat mich gerade das Ding abgeschossen. Schön so ein Rundkurs hier. Da kann ich auch mal nicht Munition verschwinden. Hallo? Du gehst hoffentlich auch wieder hoch. Schön ruhig hier eigentlich. Brauche ich gar nicht so schreien. Bleib da einfach mal stehen, Hundchen. Eins. Zwei. Au. Warum greift mich dieses andere Vieh an? Was machst du denn? Ah. Das ist ja schrecklich. Haufen Neueindrücke. Kann und muss ich die Dinger hier abschießen? Weiß ich auch nicht.
Tag. Und bringt meine Taschenlampe eigentlich was? Ich verschwende hier gerade. Oh Gott. Ach Gott. Ich verschwende hier so schön viel Munition gerade. Gott sei Dank haben wir von der Pistolenmunition das eine oder andere. Oh, was denn jetzt? Jetzt hänge ich hier. Wo hänge ich denn jetzt hier? Die ganze Plattform hängt. Ich kann mich auch nicht mehr ducken. Ach komm. Was soll denn das? Laden. Da müssen wir wohl übel laden. Das war jetzt mehr als nervig. Huh? Au. So arg war das jetzt gar nicht gewollt hier. Sehen wir hier. Achso, ich bin schon unter der Plattform. Ich dachte, die wäre jetzt hier unten. Sehen wir von hier aus irgendwas Wichtiges, wie zum Beispiel Hundchen. Oh, dann nehmen wir doch die. Da wächst die Muni auch nach. Hundchen? Oh. Ach nein, verdammt. Ach man. Der Einfall war, glaube ich, gar nicht mal so unübel. Ich sag nur ein Fall, ne? Hier gibt's auch gerade nichts anderes zu tun. Außer da runter. Das ist eine ganz komische Welt hier. Au. Ach du, da bist du ja. Mann. Vielleicht gesehen jetzt im Schatten hier. Ja, geh mit dem Hundchen spielen. Warte, gleich. Findet ihr da irgendwas? Warum findet ihr da eigentlich nichts? Ihr seht den Hund bis hier. Okay. Habe eigentlich auch keine Lust, mich an diesen komischen Primeldingern hier vorbeizudingen. Oh Gott. Das ist eine ganz komische... Eine ganz komische Gravitation hier. Oder ich renne einfach bloß jedes Mal gegen die Kante. Das kann auch sein. Komm da nicht hoch. Das gibt's doch nicht. Komm ich da echt nicht hoch? Ah, da werde ich jedes Mal weggeschleudert. Jetzt, meine Fresse. Hat er überhaupt nicht lange gedauert. Warum geht denn hier das Licht aus? Hier geht echt das Licht aus, wenn ich vorbeikomme. Ja, bleib doch einfach da liegen. Vor allem, wo geht's hier? Geht's hier irgendwo rein? Muss ich hier lang? Muss ich hier eigentlich lang? Ich bin jetzt mal so wild und speichere. Den letzten Hardsave habe ich jetzt vor Xen gemacht. Das ist nicht ganz so störend dann. Und jetzt mal ernsthaft. Halt, ohne Munition zu verschwenden. Okay. Gehen diese Dinger kaputt? Weil das ist, die sind ja mal nervig. Die tun mich doch blitzdingsen, die Schweine. Was ist denn das hier? Oh. Ein Lebensregenerationspool. Fehlen ja bloß noch die Feen. La, 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 la. Zelda, ne? Weißt du? 100%, okay. Zeit zum Speichern und dann können wir noch weitergehen. Dann sind wir... Ach, guck mal, noch ein Kollege. Wenn hier Lebensregenerationspulen sind, dann sind mir natürlich die Dinger hier oben auch egal. Und jetzt lassen sie mich auch irgendwie gerade in Ruhe. Sprach er und wurde sofort wieder angegriffen. Geht's jetzt hier irgendwo rein oder nicht oder wieder was? Wo ich bin jetzt hier schon die zweite Runde. Oh, hey, lass das. Das sieht mir dann doch ein bisschen vielversprechend aus hier. Bestimmt der Hundebau. Oder hier geht's einfach nicht weiter. Doch, hier geht's weiter. Wer hätte es gedacht? Yeah. Schallt ganz schön. Na toll.
Was zur Hölle? Ja. Ich habe gerade irgendwas gehört da unten. Ich bin milde freaked out quasi. Ich lasse mal die Motten frei, mal gucken, was mit denen passiert. Kommt doch gerade mal wieder Mucke. Ich will nicht in die Brühe. Ich will nicht in diese ekelhafte Brühe. Das muss doch nicht sein. Geht's hier irgendwo raus? Da, ich sehe da eine Plattform. Mit den Dingern ist nicht viel los. Der Boden ist ekelhaft. Okay, gar nicht so tief, wie ich dachte. Muss ich mich hinhocken, um zu ertrinken? Da ist was. Also hier ist was. Irgendwas ist hier. Da drüben ist auch was. So rutschig hier irgendwie. Hops, 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 hops. Geht's hier? Ist das... Nee, das ist kein Pilz. Das ist irgendwas. Und da kann ich was aktivieren. 2. Und da ist... Ach Gott, jetzt hab ich mich erschrocken. Ja. Okay. Also das sind drei Dinger, die machen ja da oben jetzt irgendwas. Alle drei. Jetzt fängt es hier an zu rumpeln und da öffnet sich ein Portal. Und da gehen wir doch mal einfach durch. Passiert da was? Oh. Ja? Gonarchs Versteck, was? Scheiße. Bitte was? Bitte wer? Immer schön auf die Klöten. Egal was es ist, wenn du auf die Klöten schießt, tut's weh wahrscheinlich. Hier gibt's Energiegedöns. Da gehe ich mal stark davon aus, dass wir eine andere Waffe nehmen sollen. Nein, das ist bestimmt die falsche. Ja, ich gehe ja schon. Huch, da ist er auch schon wieder alle. Kommst du? Mistvieh. Also gerade elegant ausgewichen. Jetzt nicht so. Weniger reden, mehr ausweichen. Die Mistviecher hier. Gehen wir mal voll auf die Nüsse. Wo willst du nur hin? Hörst du auf wegzurennen? Ich bin mit dir noch nicht fertig. Das sehe ich ja mal gar nicht ein. Oh, Hochballer. Ist das ein guter Zeitpunkt, um zu speichern? Ich weiß es nicht. Kann ich den von hier hinten wegnaschen? Das ist die nächste Frage. Was nehmen wir? Haben wir noch? Wir haben sogar noch Dingens. Bringt das was? Oh, das fand er jetzt nicht so gut. Was war das jetzt hier? Jetzt kommt er wieder. Und jetzt haut er wieder ab. Ich höre doch hier was. Hallo? Was? Lass mich mal durch hier. Komm ich auch nicht durch. Hä? Oh Gott, meine Fresse. Also, Punkt 1 hier wurde ein Autospeicherpunkt angelegt, das finde ich ganz nett. Punkt 2. Punkt 2, der fällt da nicht rein, das ist ja gemein. Au. Okay. Also, warte mal. Jetzt mal ganz sachte. Au. Uiuiuiuiuiui. Also hier ist definitiv ein guter Punkt zum Speichern. Also, so wie es aussieht, ich muss den in mehreren Phasen gegen die Klöten schießen, damit er sich in die nächste Stage weiter buddelt, weil ich komme da nicht durch.
Und hier gibt es anscheinend ein paar Dinger, wo man sich lebensmäßig auffrischen kann. Das finde ich total nett. Und hier unten... au. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt, du blöder Headcrab. Aber hier gehst du auch ganz schnell tot. Ach gut. Ein Lebenspool, auch hier, super. Ist das jetzt der Bosskampf? Ich weiß es nicht. Aber, also, das scheint mir jetzt nicht der Oberbösewicht zu sein, muss ich sagen. Also, das ist eher irgendwie so ein Vieh, ne? Hinter einer Invasion scheint das Vieh jedenfalls nicht zu stecken. Und Gott sei Dank hat sich's auch noch nicht beteiligt an der Invasion. Schön abgestürzt, super. Das ist ja voll interessant. Ich hasse Spiele, wo die Gegner keine Lebensanzeige haben. Ich sehe dich genau. Brauchst dich gar nicht verstecken, ey. Nein, das ist die falsche Waffe. Ach, jetzt, alles klar. Gottes Willen. Da darf ich doch direkt schon wieder zurück. Na gut, wegen vier... Alter. Wegen vier Lebenspunkten jetzt eigentlich nicht so... Kommen die denn alle her? Und warum fliege ich hier ständig runter? Na gut. Nein. Ach. Das gibt's doch nicht. Na, gehen wir mal rein da. Ach so, hier kommt ihr bloß einfach raus. Alles klar. Die kommen von oben runtergefallen, die Mistviecher. Bist du auch tot? Dankeschön. So, dann mal ganz sachlich hier. Alter, das ist doch nicht, euer Ernst. Und ich höre definitiv noch mehr von der Sorte. Gottes Willen. Ich meine, solange ich mich hier jedes Mal unten so ein bisschen heilen kann und... Ich meine, ist natürlich um die Panzerung schade. Das ist jetzt gerade so der Mist. Ach, gucke an. Geht da was? Passiert da was Ernsthaftes für die Viecher? Das ist eine ganz andere Frage. Da ist doch schon wieder einer. Hättest du wohl gerne. Okay. Wir können ja hier schön lange rumdilly-dallyen. Aber wirklich weiter bringt uns das nicht. Ach, siehst du, da wollte sich schon wieder einer anschleichen. Ich komme ja aus jeder Richtung hier, die Schweine. Und relativ unendlich, was noch viel schlimmer ist. Hättest du aber gerne. Ich hab's genau gehört. Darf ich auch was sehen? Au. Na toll. Frechheit. Das ist doch einfach nicht wahr. Du kommst hier nicht vernünftig voran, ohne dass, ja, Moment. Andersrum nämlich. Ist ja dumm. Jetzt bitte nochmal. Hallo? Kannst du mich bitte mit hochnehmen? Oh, dankeschön. Ja. Schön. So, dann mal hinterher. Hinter dem netten Onkel. Ja, danke schön. Das ist voll nett von euch. Miese Headcrabs, ey. Das gibt's nicht. Ja. Ja toll, jetzt habe ich auch so günstig gespeichert. Warte mal. Kriegen wir das auch hin, ohne von einem fucking Headcrab hier abgefarmt zu werden? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, hier geht's ja weiter runter, als ich dachte. Darf ich auch mal sehen? Jetzt hänge ich hier irgendwie... Komme ich hier weg? Ich hänge hier in der Decke. Oh Mann, dieses Spiel. Komme ich hier sicher runter? Warte mal, ich hänge hier gerade so schön an einer angenehmen Stelle. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier geht's gerade wieder richtig ab. Au. Wo will er hin?
Warum werde ich hier mit runtergeschmissen? Ist ja toll, dass der nicht mit runter darf. Alter, schmeißt seine Ekelviecher hier mit runter. Alter, diese Mistviecher. Nein. Was haut mich denn hier unten? Ach, das Vieh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Und dann diese Mistviecher hier unten. Ich komme hier auch gerade nicht wirklich... Alter, diese Mistviecher hier. Ich komme hier auch gerade irgendwie nicht wirklich raus. Der rotzt seine hässliche Bande von Viechern hier runter. Ey. Oh Gott. Wenn ich nicht ständig... Jetzt ist er tot. Na toll, ich aber auch gleich. Au. Super, also wir haben den netten Herrn besiegt hier, Gonarch, wie er ja heißt, aber sind dabei selber umgekommen. Ist doch schön. Dann eine eventuell bessere Waffe. Ich meine, die Schrotflinte macht gut Schaden, das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem sind all die Ekelviecher, die mir die ganze Zeit Leben abziehen. Oh Gott, ich habe richtig viel Energie für die. Ja, lauf weiter. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so schnell hier durch. Na toll. Ich würde schon gern treffen wollen. So, da hätten wir das auch. Schön. Da ist er ja schon. Ja, ich möchte jetzt bitte gerne nachladen. Oh Gott, jetzt ist er tot. Mistviecher, Alter. Au.